Dankeschön. Dankeschön. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Dankeschön. Erlauben Sie mir bitte hier im Wiener Nachtwerk, dass ich den Applaus dorthin schicke, wo er heute hingehört, zu unseren 8 Bewerbern. Grüß euch. Meine Damen und Herren, Nervosität und Spannung, das Finale vor dem Finale. In 2 Monaten findet der Eurovision Song Contest in Dublin statt und wir wollen heute in dieser Sendung entscheiden, wer Österreich dort vertreten wird. Wer wird das entscheiden? In unseren neuen Landessenderstudios warten bereits Jurorenteams. Die haben schon so die Ohren gespitzt und die warten darauf, dass sie die Songs hören. Wir machen es hier wie bei der Eurovision, quasi eine Austrovision. Einen herzlichen Gruß aus dem Wiener Nachtwerk an alle Juroren, vom Burgenland bis Vorarlberg. Guten Abend. Freuen Sie sich jetzt mit uns auf unsere Interpreten, aber nicht nur auf die. Beim Eurovision Song Contest und wie sonst auch in der Musik sind Komponisten und Texter genauso wichtig. Wir kennen das Schicksal. Jemand erfindet ein Lied, schreibt ein Lied oder erfindet eine Zeile und ein anderer geht auf die Bühne und holt sich dafür den Applaus. Wir wollen heute ganz sicher gehen, dass die Frauen und Männer, die hinter den Kulissen hier mitgearbeitet haben, ins rechte Bild gerückt werden. Und jetzt geht es los. Die ersten beiden, Walter Engel und Gary Lux, die Hintermänner von Three Girl Madhouse. Komm jetzt, wir haben keine Zeit. Warte ein bisschen, aber Wo fahren Sie denn hin? Nach Dublin. Nach Dublin? Ja. Da fahren Sie mir zuerst in die Vorausscheidung. Ja, was? Aber seien Sie ruhig! Das ist eine Amtshandlung! Angenehme Reise, die Damen. Dankeschön. Ja, Dublin? Three Girl Madhouse, Solitaire.
Unsere Juroren werden jetzt zum ersten Mal abstimmen. Danach kann aber nichts mehr verändert werden. Und das ist ganz genau das Reglement des Song Contests. Ja, Sie haben es vorhin in dem Film gesehen, ich eigne mich wirklich als Gesetzeshüter und Vorschrift ist Vorschrift. Und Vorschriften gibt es jede Menge beim Song Contest. Eine der wichtigsten Regeln besagt, dass die Songs nicht länger als 3 Minuten sein dürfen. Ja, vielleicht ist das noch eine Regel vom alten Wilhelm Busch, der gesagt hat, Musik ist schön zu hören, aber ewig sollte sie nicht währen. Ja, der alte Busch hat schon gewusst, was da so auf uns zukommen könnte. Wir kommen zur Startnummer 2. Komponist und Texter Ralph René Mouet und Simone. Und der Komponist beweist, wie schwer es Komponisten wirklich haben. Guten Abend, Dankeschön, herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Entspann dich bei Alfons, die richtige Sendung für Sie. Wenn Sie Probleme haben, lehnen Sie sich zurück, entspannen Sie sich. Sag einmal, Simone, ist dein Lied endlich fertig? Bitte misch dich da nicht ein. Simone, hier, kurz Herz. Endlich, super, super. Na, siehst du es. Start Nummer 2, Simone und Radio.
Musik ist nicht nur wichtig beim Radio, Musik ist auch ausgesprochen wichtig fürs Fernsehen. Ganz zum Beispiel bei den Krimis. Nicht? Ich habe da vor kurzem eine Räubersgeschichte gesehen, sage Ihnen, der Titelsong war auch schon gestohlen. Na, bitte, man tut den Komponisten Unrecht, wenn man sagt, dass sie so ein bisschen voneinander abschauen. Kennen Sie die Geschichte von den zwei Komponisten, die ein Bierchen trinken? Aus dem Hintergrund kommt eine wunderbare Melodie, sagt der eine zum anderen, ist es von dir? Der andere, noch nicht. So ist es nicht im wahren Leben, das verspreche ich Ihnen. Zum Beispiel bei unseren Textern Brunner und Brunner und dem Komponisten Alfons Weindorf. Ja, Sie haben lange gebraucht, bis Sie einen Hit hatten, aber ich glaube, Sie haben auch lange gesucht, bis Sie einen passenden Interpreten hatten. Wenn wir wenigstens einen Interpreten hätten. Wollen Sie zum Song Contest? Na, dann nimmst du Tablett und geh. Hey! Hey! Jetzt haben wir's. Super! Das ist sie. Start Nummer 3 ist Petra Frey für den Frieden der Welt. Worte Liebe tun uns Bilder, die schreien, die Hände fallen im Wind. Und die Lüge. Und Menschen von Tränen festbinden. Manchmal da höre ich ein Lied tief in mir, das mir von Liebe erzählt. Sucht nach Freiheit und nach einer Welt, wo jeder den anderen versteht. Dafür singe ich euch diese Lieder.
1994 und der Frieden ist nach wie vor wichtig für die Welt. Im Musical her war das schon einmal ein Hauptthema, aber das war 1968. Vielleicht erinnern Sie sich daran. Damals waren die drei wichtigsten Dinge Sex, Drugs and Rock and Roll. Ja, heute übrig geblieben ist nur mehr der Rock and Roll. Ja, aber den spielen die alten 68er noch immer, wie damals. Und es gibt eine neue Variante, den österreichischen Blues. Den beherrscht auch unser Team Nummer 4, der Komponist Erwin Bross und Karl Peyer, der nicht nur selbst getextet hat, sondern auch selber singen wird. Dass die beiden einander gefunden haben, das war klar. Dass sie hierher gefunden haben, ist ein Wunder. Spätsinn, die Bursche. Ich habe ihnen aber gesagt, sie sollen pünktlich kommen. Na, wenigstens laufen sie ein bisschen. Nein, das ist die Dekoration von Beasa. Können Sie zwei Herren, die vom Song Contest, die haben jetzt verloren, kann man die bitte ausfindig machen? Können Sie mir erklären, was Sie in jedem Studio hier suchen? Wo wollen Sie überhaupt hin? Song Contest. Song Contest? Ja, das ist ganz falsch am Berg, bei mir ist es noch mehr. Technik, kann mir irgendeiner sagen, warum dieses Mikro noch immer nicht geht? Hallo? Hallo? Mit der Startnummer 4, Karl Peyer, du und ich. Machen uns oft das Leben unnötig schwer, werfen uns Brüder vor die Fies, tauschen Kleinigkeiten auf zu einmal her, fürs Wichtige fällt dann oft der Biss. Aber wenn's dann spät ist, fragen wir uns, haben wir das wohl, hätt man nicht noch einmal reden sollen. Du und ich, nie gegeneinander, ich niemals gegen dich, wir haben den Hand. Du und ich, wir miteinander, du niemals Zeiten werden härter, Fronten sind erstarrt, jede andere Meinung wird verdammt. Keiner ist bereit zu verzeihen, zu verstehen, es wird so kalt im ganzen Land. Aber wenn's dann spät ist, werden wir fragen, haben wir das wohl, geht man nicht noch einmal reden sollen. Niemals gegen mich, wir haben
unseren neuen Jurorenteams bewerten jetzt wieder in den Bundesländern. 144 Juroren haben wir bundesweit eingesetzt, aus allen Alters- und Berufsgruppen. Es sind Musikkenner dabei und so musikalische Laien wie du und ich. Ne? Ich meine, vor allem wie ich. Ich verstehe ja von Musik überhaupt nichts. Ich war jetzt kürzlich wieder in der Oper, sagt die Dame neben mir, singt die da oben A-Moll oder C-Moll? Sag ich, A-Moll hoffentlich, weil C-Moll war mir zu viel. Spaß beiseite, wir brauchen ja nichts von Gesang zu verstehen. Dafür haben wir auch unsere Künstler. Wie zum Beispiel jetzt das Team Nummer 5 mit dem Komponisten Reinhold Bilgeri und dem Thomas Hehn, der mit dem Reinhard gemeinsam den Text geschrieben hat. Sängerin ist Jane Palmer. Ja, und die Jane war gestern sogar noch für uns unterwegs auf einer Fotosession mit einem ausgesprochen professionellen Fotografen. Start Nummer 5, Jane Palmer, Flieg heut Nacht. Der Herzschlag dieser Stadt ist zu schnell und viel zu laut. Es drückt, wenn alle schweigen, kein Lächeln ist hier noch vertraut. Ist es lange schon zu spät? Hast du uns so oft gelebt? Oh, oh. Lieg, lieg heute Nacht mit deinem Traum wie ein Komet. Vergessen sind seine Traum. Lieg, lieg heute auf manche die Maske ins Gesicht, weil Mut nur noch ein Wort ist, worüber man lieber nur spricht.
Wir wissen ja alle, der wichtigste Satz in der Plattenbranche ist der Umsatz. Und da gibt es ein paar Produzenten, die haben ein Erfolgsrezept dafür, das ist ein Geheimrezept. Immer wieder das gleiche Lied, nur jedes Mal mit einem neuen Titel. Und deshalb gibt es ja auch den Eurovision Song Contest, um eben die Originalität anderer Songs zu fördern. Unser nächstes Team zum Beispiel stellt sich mit einem Chanson vor. Getextet von Chris Gren und Peter Viehweger, komponiert und gesungen von Etta Scollo. Amico Pierre. Alzame Worte in mir verloren, Worte der Liebe weit weg von hier, und deine Stimme, deine Gefühle, die in mir klingen. Denn die Liebe hat Gedanken und du kannst ihr nicht entkommen. Sieh die Zeiger stehen und warten, zähl die Stunden bis zum Wiedersehen. Ich seh dich, ich seh. Die Sonne, ich seh mich nach Bremen. Wo sind die Augen mit dem strahlenden Licht? Ich such dein Lächeln in meinen Wolken, in dem Gewitter deinen letzten Blick.
8 Kandidaten am laufenden Band, aber bei uns gibt es hier nichts vom Band und schon gar kein Tonband. Alle unsere Kandidaten singen heute hier garantiert live, genau wie beim Song Contest. Stellen Sie sich vor 700 Millionen Menschen singen zu müssen. Da gehört schon etwas dazu. Nicht nur starke Nerven, sondern auch Ausstrahlung, natürlich ein guter Song. Aus diesem Grund haben sich die Komponisten Gregor Ugovsecker und Rocky Tiber mit dem Texter Georg Danzer dazu entschlossen, ganz besonders sorgfältig auszusuchen, wer ihr Interpret sein sollte. Startnummer 7, Alex Verbanschitz, Highway. Der Himmel über mir ist endlos und ich spüre, wie alles sich beruhigt in mir. Manchmal wird die Liebe zum Gefängnis, nur ein Ausbruch macht mich frei von dir. Und Energie bringt mich weiter. Also,
Ich habe eine derartige Freude. Ich wollte es nicht, aber ich muss es Ihnen einfach sagen. Ich bin fassungslos. Der ORF hat mir vor der Sendung knapp vorher ein Flugticket geschickt. Ich darf mitfliegen nach Dublin zum Song Contest. Das ist ein One-Way-Ticket. Sag mal, was so ist das witzig? Also wirklich, Spaß beiseite. Wir kommen zum achten und zum letzten Bewerber hier im Rennen. Mark Berry. Er hat sein Lied selber geschrieben. Der Text ist von Ina Sieber, arrangiert von Paul Pavluk für die Big Band Teddy Ehrenreich. Ja, und die geschlossene Big Band mit dem Mark sind am Flughafen in Schwächer gewesen beim Check-in-Schalter D wie Dublin. Ich gehe das ganz durch, Sie müssen sich erst zuvor erscheinen. Aber dann nehmen Sie mein Koffer und passen Sie gut auf, aber ich bin gleich wieder da. Mit der Startnummer 8, Mark Berry, Swingin' Out. Darling, drop that ache that begins in me to time. Du bist der Sturm, der mich aus den Angeln hebt. Hey, yeah, swing now with you. Ohne Wenn und Aber will ich dich verstehen. Willst du der Weg sein, auf dem ich gehe? Mit jedem Schritt bin ich näher bei dir. Hey, I'm swinging out with you. Ich hab so viel Gefühl. Kann es nicht verlieren, hast mich inhaliert. Stimmung, die für immer hält. Zu dir bin ich grenzenlos. Du bist so viel Gefühl. Du bist so viel Gefühl, was mich inhaliert. Für immer ein Gefühl. Babe, I'm swinging out with you. Du bringst die Farbe in mein grauen Grau. Ich lass dich nie mehr gehen. This moment here, now and forevermore. Yeah.
So. Und das waren Sie, meine Damen und Herren, das waren unsere 8 Bewerber. Glauben Sie mir es bitte, ich bin jetzt ein bisschen ruhiger geworden. Mir ist ein Riesenstein jetzt vom Herzen gefallen. Euch kann ich nur sagen, toll, keine Pannen, nichts passiert, niemand ohnmächtig geworden, ihr wart alle professionell. Herzlichen Glückwunsch allen 8 Bewerbern. In den Landesstudios, meine Damen und Herren, werten die Juroren jetzt ihre letzten Punkte aus. In weniger als 5 Minuten werden wir hier mit einem Live-Einstieg mit der Auswertung beginnen. Ich darf jetzt eine junge Dame ankündigen und die hat es letztes Jahr geschafft. Das, wovon unsere Bewerberinnen und Bewerber träumen, einmal beim Song Contest zu siegen. Hier ist sie, die Siegerin des Eurovision Chanson Festival 1993 mit ihrem Lied In Your Eyes, Niamh Kavanagh. Showing no emotion, my feelings locked inside. I made myself an island, try to take my heart and hide. Built a wall around me, afraid of letting go. But suddenly an open door, I never saw before. Between your heart and mine, I'm safe here on my island, but I'm out on the edge this time. Built a wall around me, thought I'd save myself the pain. Your touch swept me away, now I'll never play it safe again. Good evening. Thank you very much. Welcome in Vienna. Thank you. How often did you sing this song after the Eurovision Song Contest? Wie oft hast du das Lied schon gesungen seit dem Song Contest? I would imagine about 10 million times. Ich glaube über 10 Millionen Mal. And did the Eurovision Song Contest change your life? Hat es dein Leben verändert? Yes, it's changed it quite a lot. I've changed from being a banker to being a musician, and that's a big step for me. Sie hat ihr Leben geändert. Sie arbeitet nicht mehr in der Bank. Sie ist jetzt eine Musikerin, eine Vollblutmusikerin. And is there any kind of hint you would give one of our competitors tonight? Gibt es irgendeinen Tipp, den du dem heutigen Sieger geben würdest für den Song Contest? I think the only hint I'd give them is to have a
a great time in Dublin. That's all I can say. Das Einzige, was ich empfehlen kann, ist, dass Sie es einfach dort schön finden sollen und es genießen sollen. Niamh Kavanagh, thank you very much. We'll see you later in the finale. Thank you very much. Niamh. Ja, jetzt wird es ernst hier bei uns und bei Ihnen zu Hause. Wir kommen jetzt zur Live-Auswertung. Damit alles mit rechten Dingen zugeht, haben wir hier unseren Notar, Frau Dr. Sonja Tade. Guten Abend, Frau Tades. Guten Abend. Für die Redaktion haben wir Helmut Radinger und für die Datenvisualisierung haben wir Peter Gossi bei uns. So, und jetzt ist es soweit. Diese Wand hier hinter mir wird jetzt die Hauptrolle spielen für die nächsten 10 Minuten. Ich rufe die Juroren aus Niederösterreich. Herr Wolfsbauer, guten Abend. Ich rufe unsere Juroren aus Niederösterreich. Herr Wolfsbauer, guten Abend. Und das ist genau das, was ich mir gewünscht habe, dass das passiert. Der Peter Rapp ist da, der Brünster sind da. Sollten wir jetzt Probleme mit der Leitung haben, werden die Herren einfach zu mir kommen. Wir werden vielleicht noch ein Liedl singen hier. Wo ist denn der Peter Rapp? Willkommen, Peter Rapp. Servus, Peter Rapp. Hallo. Servus, Peter. Hallo. Ich habe es fast schon verschrien. Ich habe jetzt gesagt, es ist niemand ohnmächtig geworden. Hier zählen schon ein paar Leute, wie lange es aushalten wird, bis ich ohnmächtig werde. Ich werde jetzt versuchen, wenn mir die Frau Dr. Tades ein Zeichen gibt, ob ich die zweite Jury ans Bein abrufen soll oder nicht. Darf ich Sie bitten, noch einmal Niederösterreich zu probieren, kurz? Ich verstehe Sie leider nicht. Könnten Sie Niederösterreich noch einmal probieren, bitte? Ja, ich rufe bitte die Jury aus Niederösterreich, Herrn Hannes Wolfsbauer. Wir werden versuchen, eine Verbindung herzustellen. Ich darf Sie bitten, mit Oberösterreich weiterzugehen. Ja, ich rufe jetzt bitte die Jury in Oberösterreich, Herrn Wolfgang Winkler. Ja, hallo, grüß Gott aus Oberösterreich. Gott sei Dank, hallo. Sind jetzt erleichtert, ja? Gut, unsere Wertung lautet, ja, das Lied Nummer 6, ein Punkt. 6, ein Punkt. Das Lied Nummer 7, 2 Punkte. 7, 2 Punkte. Das Lied Nummer 2, 3 Punkte. Das Lied Nummer 2, 3 Punkte. Das Lied Nummer 4, 4 Punkte. Das Lied Nummer 4, 4 Punkte. Das Lied Nummer 1, 6 Punkte. Das Lied Nummer 1, 6 Punkte. Moment. Und 8 Punkte für das Lied Nummer 3. 8 Punkte für das Lied Nummer 3. Tja, das war die Wertung aus Oberösterreich. Herzlichen Gruß nach Wien. Auf Wiederhören. Dankeschön, Oberösterreich. Ich rufe jetzt unsere Jury in Salzburg. Frau Gunvar Raffelsberger, guten Abend. Guten Abend. Gott sei Dank, Sie sind da. Ja, es hat geklappt. Und hier ist auch die Wertung der Jury in Salzburg. Ja. Lied Nummer 2, 1 Punkt. Lied Nummer 2, 1 Punkt. Lied Nummer 7, 2 Punkte. Lied Nummer 7, 2 Punkte. Lied Nummer 3, 3 Punkte. Lied Nummer 3, 3 Punkte. Lied Nummer 5, 4 Punkte. Lied Nummer 5, 4 Punkte. Lied Nummer 4, 6 Punkte. Lied Nummer 4, 6 Punkte. Und 8 Punkte für das Lied mit der Startnummer 1. Und 8 Punkte für das Lied mit der Startnummer 1. Das war die Wertung der Jury in Salzburg. Ich verabschiede mich recht herzlich. Ein Dankeschön nach Salzburg. Ich rufe jetzt unsere Jury in Tirol. Herr Kabas, guten Abend. Guten Abend aus Innsbruck. Hier ist die Wertung der Jury in Tirol. Das Lied Nummer 5 bekommt 1 Punkt. Das Lied 5, 1 Punkt. Lied Nummer 6, 2 Punkte. Lied Nummer 6, 2 Punkte. Lied Nummer 1, 3 Punkte. Lied Nummer 1, 3 Punkte. Lied Nummer 4, 4 Punkte. Lied Nummer 4, 4 Punkte. Lied Nummer 7, 6 Punkte. Lied Nummer 7, 6 Punkte. Und 8 Punkte vergeben wir Tiroler, der Tirolerin mit der Nummer 3. Und 8 Punkte für die Nummer 3. Das war die Wertung der Jury Tirol. Dankeschön an die Wertung nach Tirol. Wir haben jetzt ein Drittel der Juroren durch. Im Augenblick blinkt hier Petra Frey für den Frieden der Welt mit 19 Punkten. Das hat noch nichts zu bedeuten. Ich rufe jetzt unsere Jury in Vorarlberg. Herr Roland Peuger, guten Abend. Guten Abend vom Bodensee nach Wien. Hier ist die Wertung der Jury Vorarlberg. Das Lied Nummer 6 bekommt 1 Punkt. Nummer 6, 1 Punkt. Lied Nummer 5, 2 Punkte. Nummer 5, 2 Punkte. Lied Nummer 1, 3 Punkte. Lied Nummer 1, 3 Punkte. Lied Nummer 4,
4 Punkte. Lied Nummer 4, 4 Punkte. Lied Nummer 2, 6 Punkte. Lied Nummer 2, 6 Punkte. Und 8 Punkte bekommt das Lied mit der Startnummer 3. Und 8 Punkte für die Startnummer 3. Das war die Wertung der Jury Vorarlberg. Guten Abend. Dankeschön, Vorarlberg. Ich rufe jetzt unser Juryteam in Kärnten, Karl-Hannes Planton. Guten Abend. Einen schönen guten Abend. Hier ist die Wertung der Jury von Radio Kärnten. Startnummer 8, 1 Punkt. Nummer 8, 1 Punkt. Startnummer 4, 2 Punkte. Startnummer 4, 2 Punkte. Startnummer 1, 3 Punkte. Startnummer 1, 3 Punkte. Startnummer 3, 4 Punkte. Startnummer 3, 4 Punkte. Startnummer 2, 6 Punkte. Startnummer 2, 6 Punkte. Und 8 Punkte für die Startnummer 5. Und 8 Punkte für die Startnummer 5. Das war die Wertung der Jury von Radio Kärnten. Schönen guten Abend. Herzlichen Dank nach Kärnten. Ich rufe jetzt unser Juryteam in der Steiermark. Herr Werner Handlos, guten Abend. Guten Abend aus Graz. Hier ist die Wertung der steirischen Jury. Lied Nummer 7 hat einen Punkt. Nummer 7, einen Punkt. Lied Nummer 4, 2 Punkte. Lied Nummer 4, 2 Punkte. Lied Nummer 5, 3 Punkte. Lied Nummer 5, 3 Punkte. Lied Nummer 3, 4 Punkte. Lied Nummer 3, 4 Punkte. Lied Nummer 2, 6 Punkte. Lied Nummer 2, 6 Punkte. Und 8 Punkte bekommt das Lied Nummer 1. Und 8 Punkte für das Lied Nummer 1. Das war die Wertung von der Jury aus der Steiermark. Ich danke recht herzlich dem Juryteam in der Steiermark. Ich rufe jetzt unser Juryteam im Burgenland. Herr Magister Alois Leudl, guten Abend. Guten Abend, hier die Wertung aus dem Funkhaus in Eisenstadt. Lied Nummer 5, einen Punkt. Die Nummer 5, einen Punkt. Lied Nummer 6, 2 Punkte. Lied Nummer 6, 2 Punkte. Lied Nummer 2, 3 Punkte. Lied Nummer 2, 3 Punkte. Lied Nummer 1, 4 Punkte. Lied Nummer 1, 4 Punkte. Lied Nummer 4, 6 Punkte. Lied Nummer 4, 6 Punkte. Und 8 Punkte haben wir für das Lied mit der Nummer 3. Und 8 Punkte für das Lied Nummer 3. Das war die Wertung der Jury aus dem Radio Burgenland. Ein recht herzliches Dankeschön ins Burgenland. Was blinkt jetzt hier wieder? Es kann natürlich nur Petra Frey für den Frieden der Welt blinken mit 43 Punkten. Ich rufe jetzt das Juryteam in Wien. Herr Bobby Sperling, guten Abend. Schönen guten Abend. Und hier gleich die Wertung der Jury Wien. Die Startnummer 5, ein Punkt. Startnummer 5, ein Punkt. Startnummer 6, 2 Punkte. Startnummer 6, 2 Punkte. Startnummer 2, 3 Punkte. Startnummer 2, 3 Punkte. Startnummer 4, 4 Punkte. Startnummer 4, 4 Punkte. Startnummer 3, 6 Punkte. Startnummer 3, 6 Punkte. Und 8 Punkte erhält die Startnummer 1, Three Girl Madhouse. Und 8 Punkte erhält die Startnummer 1, Three Girl Madhouse. Tja, das war die Wertung der Jury von Radio Wien. Ich wünsche noch einen schönen und angenehmen Abend. Ich danke einstweilen der Jury in... Wo war das jetzt? Jetzt bin ich auch schon so aufgeregt. In Wien. So, wir versuchen jetzt noch einmal einen Kontakt herzustellen. Wir haben ihn sicherlich auch schon mit der Jury in Niederösterreich. Herr Wolfsbauer, guten Abend. Ja, und ich hoffe, jetzt funktioniert das auch. Einen wunderschönen guten Abend. Hier ist die Wertung der Jury Niederösterreich. Lied, Startnummer 4, ein Punkt. Die Nummer 4, ein Punkt. Startnummer 7 bekommt 2 Punkte. Die Nummer 7, 2 Punkte. Startnummer 8. 3 Punkte. Die Nummer 8, 3 Punkte. Nummer 2, 4 Punkte. Die Nummer 2, 4 Punkte. Die Nummer 1, 6 Punkte. Die Nummer 1, 6 Punkte. Und 8 Punkte für das Lied mit der Startnummer 3. Petra Frey. 8 Punkte für das Lied Nummer 3. Soweit die Wertung der Jury von Radio Niederösterreich. Schönen Abend noch. Ich danke recht herzlich unserem Juryteam in Niederösterreich. Es ist soweit. Wir haben ein Lied für Dublin. Petra Frey für den Frieden der Welt. Unbeschreibliche Szenen jetzt.
Wir versuchen, sie herzubekommen. Brunner und Brunner haben den Text geschrieben. Alfons Weindorf hat komponiert. Komm. Petra. Petra, wie geht's dir jetzt? Gar nicht gut. Bitte nicht ohnmächtig werden. Peter, das Wichtigste fehlt uns jetzt noch. Ein Ticket. Hier kommt das Ticket für Dublin von der Vorjahressiegerin. Hier ist es. Petra Freier geht nach Dublin. Ein Lied für Dublin. Okay, ich darf dich nicht küssen. Donald Werner, du musst jetzt gleich singen. Okay. Nehmt sie mit dir, please take her with you. Okay. Ich darf jetzt der Peter noch etwas vorlesen, fairerweise. Ihre beiden Herren Brunner und Brunner sind nicht hier. Liebe Petra, Sie haben uns gefaxt. Wir sind heute in Frankfurt. Wir bekommen den Deutschen Schallplattenpreis. Wir schauen dir zu und wir freuen uns zu deinem großartigen Erfolg. Meine Damen und Herren, ich möchte mich recht herzlich bei Ihnen bedanken. Bei Ihnen hier im Publikum, Sie waren fantastisch. Bei Ihnen zu Hause fürs Daumendrücken, fürs Zuschauen. Dankeschön auch allen Bewerbern, die mitgemacht haben. Dankeschön unseren Juroren. Ja, am 30. April ist es soweit. Unsere Nummer 1 hier wird vielleicht die Nummer 1 in Dublin werden. Ja, vielleicht heißt es nächstes Jahr wieder an dieser Stelle herzlich willkommen bei einem Lied für Wien. Und hier ist es, das Lied für Dublin, für den Frieden der Welt, Petra Frei. Tun uns Bilder, die schreien wie an der Fahnen im Wind. Grenzen die Lügen und keiner mehr kennt und Menschen von Tränen versprennen. Manchmal lache ich an die Tiefen wie, was mir von Liebe erzählt. Sucht nach Freiheit und nach einer Welt, wo jeder den anderen versteht. Für den Frieden der Welt, für die Hoffnung nach Leben.